So, guten Morgen. Heute mal mit einer fast schon englischen Tasse. Guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Betrachtung der Welt durch die astrologischen Augen. Ich werde ja neuerdings mit Kettwiesel verglichen. Ich wusste ehrlich gesagt ja nicht, wer das ist, muss ich mal gestehen. Riesenlücke in der Allgemeinbildung wahrscheinlich. Ja, das liegt ein bisschen daran, weil ganz klar, ich bin immer noch zu faul, mich zu rasieren. Und da ich eh auf Waldschratwegen gerade unterwegs bin und hier in der wilden Pampa dieses Trollhaus baue, dachte ich mir, ist egal, kannst du auch mal ein bisschen da ein bisschen lazy sein. Und was die Haare betrifft, weil immer wieder diese Anspielungen kommen und alle darauf sich beziehen, ja, ich wasche mir halt die Haare ohne Shampoo. Die werden nie fettig. Bloß mal kleine Kosmetiktipps jetzt, das ist ja so ein Kosmetikkanal. Die werden nie fettig und sie sind trotzdem irgendwie sauber. Nur, dass sie halt hochstehen, wenn der Wind einmal durchfährt. Ja. Okay, heute eins, zwei. Okay, heute ein paar neue Worte wieder zu den aktuellen Konstellationen. Wir hatten ja gerade den Neumond, das will ich jetzt gar nicht so groß und breit beschreiben. Vielleicht bloß zwei Worte. Die Sonne steht in den mittleren 10 Grad Wassermann. Die, die meine Seminare besuchen, wissen, dass dahinter die Struktur der Heldenreise steht, und zwar die zweite Phase der zweiten Etappe der Heldenreise oder des unsichtbaren Skripts der Heldenreise. Turbulenzen des Wandels durch Widerstand gegen Veränderungen heißt die Phase. Ja, die mittleren 10 Grad Wassermann. Wo es darum geht, dass der Ruf des Abenteuers, der Ruf zur Veränderung von gegebenen Verhältnissen immer stärker an die Tür der gegebenen Verhältnisse bzw. an die Tür des Helden klopft. Der Held aber trotzdem parallel im Inneren Widerstände gegen die Veränderung hat, weil natürlich eine Heldenreise viele Risiken, also eine Entwicklung, eine echte Entwicklung, viele Risiken mit sich bringt, und das spürt natürlich der Held. Außerdem ist diese mittleren 10 Grad Wassermann ganz, ganz wichtig, um den Helden oder seine noch Anbindung an alte Verhältnisse durch die Turbulenzen des Wandels zu destabilisieren, zu zerrütten, ihn reif zu machen, die alten Verhältnisse wirklich so weit loszulassen und sich dann auf die Reise zu begeben. Das hat alles einen archetypischen Sinn. Deswegen ist der Widerstand, der im Film, in der Struktur des Films, die sogenannte Weigerung ist, die Weigerung des Helden, die Reise anzutreten, ist der Widerstand gegen etwas immer auch etwas Sinnvolles und etwas Notwendiges in einem größeren Prozess. Es gibt eigentlich gar nichts, was passiert, was nicht einen tieferen Sinn hat und was richtig und gut ist. Ja. Okay, die Sonne jedenfalls da in den mittleren 10 Grad, den Neumond, den wir da hatten, naja, der war auch noch wunderbar verbunden mit dem Uranus im Quadrat. Die beiden, das heißt, die Sonne, habe ich ja gesagt, ist ein großer Scheinwerfer, die beleuchtet im Moment ganz besonders die Turbulenzen des Wandels. Bei diesem Durchlauf der mittleren 10 Grad, wir sehen ja, was draußen los ist, die Truckerbewegung und so weiter. Der Uranus ist übrigens auch das Rad. Das ist schon hübsch, ne? Das Rad. Und die Trucker, die jetzt unterwegs sind und diese Turbulenzen des Wandels offensichtlich mit unterstützen. Der Uranus ist ja der einzige Planet, der beim Umlauf um die Sonne nicht sozusagen so sich um die Sonne bewegt, sondern wie ein Rad. Das ist der einzige, der es anders macht. Uranus ist immer der, der alles anders macht, der alles komplett neu macht. Das ist ja das Coole daran. Das ist übrigens auch der Fremde, der in die Stadt kommt und alles verändert. Nicht? Die zweite Facette, die zweite dramaturgische Struktur, die es gibt. Will ich jetzt nicht wiederholen, das kennt ihr alles und so weiter. Okay, Uranus. Ja, also jetzt im Moment werden wirklich die Turbulenzen des Wandels beleuchtet, ganz massiv, auch in uns drin, weil jeder von uns ist die komplette Welt. Ja, jeder von uns ist komplette Welt und natürlich parallel auch außen das Gleiche. Das heißt, in jedem von uns wird dieser Prozess gestartet in einem Miniaturverlauf. Wir alle sind die Menschheit und wir alle sind in diesem Prozess. Und das läuft gerade intensiv ab. Und ich werde ja demnächst zwei Abende machen, zwei Seminare, Spezialseminare, die nenne ich ja die unsichtbaren Vierlinge. Ja, das ist eine Beschreibung von Transiten. Oder sagen wir mal so rum. Ich habe entdeckt in meinen ganzen Forschungen und immer wieder rumprobieren, bei der Transitbeobachtung, denke ich mal, ja, warum ist jetzt der Planet da, warum passiert dies und jenes?
bis ich begriffen habe, dass wenn man zum Beispiel, beispielsweise nehmen wir mal Sonne-Uranus einen Transit hat, ja, dann hat man automatisch einen Transit Sonne-Pluto und Sonne-Venus. Das sind immer sozusagen vier Planeten, die sich treffen. Die unsichtbaren Vierlinge. Ich weiß auch nicht, warum das immer keiner sieht, oder ich habe es auch noch nirgendwo beschrieben gesehen, und plötzlich habe ich begriffen, dass bestimmte Verläufe in bestimmten Transiten so und so ablaufen. Die unsichtbaren Vierlinge, das heißt also, die Spiegelpunktplaneten laufen immer mit. Ja, und dadurch entstehen dann so komplexe Gebilde in bestimmten Geschehnisverläufen, und plötzlich kapiert man, warum was läuft. Und die Schattenteile der Vierlinge, in dem Fall meinetwegen Pluto und Venus, die haben uns dann besonders im Griff. Das werde ich aber alles in diesem Seminar beschreiben. Das sind 2 Abende, denn weil es ist nochmal ein super spannendes Feld. Es ist im Grunde eine ganz neue Betrachtung schon wieder von irgendwas. So. So, und wir haben nämlich jetzt auch in Kürze Sonne-Saturn. Quasi ist die Sonne schon kurz drauf. Mitten der Sonne. Saturn steht jetzt auch noch bei 15 Grad und 30 Bogenminuten. Das ist ein ganz wichtiger Wechselpunkt. Das ist regelrecht ein Umschlagpunkt. Genau wie bei 15 Stier, 15 Skorpion und 15 Grad Löwe, ist ein ganz wichtiger Kulminationspunkt. Ja, da steht jetzt der Saturn drauf und da geht die Sonne drüber, mitten in diesen Turbulenzen des Wandels. Das heißt, wir kommen jetzt wirklich in echt turbulente Zeiten in den nächsten, wir haben jetzt Anfang Februar, 2 Monaten ungefähr. Das sieht man auch an dem Zeitgeisthoroskop von 1892, habe ich auch schon mal verschiedentlich beschrieben, wo der Pluto jetzt auf dem Mars steht. Ja, ich könnte jetzt schwer stundenlang reden, will ich jetzt aber nicht. So, und das Ganze läuft jetzt ab. Das heißt, man kann sich selber öffnen für den Ruf des Abenteuers, die Veränderung der Verhältnisse, und man kann gucken, wo steht man. Bin ich mehr im Bereich des Widerstandes gegen die Veränderung, oder bin ich mehr auf der Seite des Neuen und versuche diesem Ruf des Abenteuers zu folgen? Ja. Beide Seiten sind wichtig. Ein Teil der Menschheit wird im Widerstand sein, ein Teil der Menschheit sind die, die schon dem Ruf des Abenteuers mehr folgen. Und die beiden Seiten reimen sich, und das haben wir dann auch draußen zum Beispiel in diesen Zerreißproben in Familien, wo die einen sagen, ja, die Impfung ist ganz wichtig, du musst doch gesund bleiben, du musst sicher sein. Denk doch mal an deine Familie, du musst sicher sein, lass dich impfen. Ja, macht es doch, wenn ihr wollt. Ja, okay. So. Und der Prozess ist wirklich super, super interessant. Auch wenn der Saturn insgesamt hier durch den Wassermann läuft, ich habe mir das eben nochmal angeguckt, der Saturn läuft durch den Wassermann bis ungefähr Anfang März 2023. Da gibt es ja wirklich viele parallele Bewegungen, und am 23.03.23 läuft ja dann der Pluto auch in den Wassermann rein. Und da, wo der Saturn den Wassermann verlässt. Der Saturn geht dann baden, das heißt, die höhere Ordnung geht komplett baden, geht in eine Reinigung über, weil sie in die ersten 10 Grad vom Fisch reinläuft. Und der Pluto, der Zeitgeistregisseur, der geht dann, erhält den Ruf des Abenteuers komplett. Der pendelt zwar noch mal ein bisschen zurück in den Wasser, in den Steinbock, denn im Laufe des Jahres 2023, aber der wird dann wirklich auch den Ruf des Abenteuers erhalten. Es gibt auch dann im Zeitgeisthoroskop, nicht im Zeitgeist insgesamt, gibt es massive Änderungen. Das kommt alles nach und nach. Währenddessen ist der, ich will jetzt mal kurz abschweifen, weil mich das interessiert hat, währenddessen ist ja der Neptun immer noch im Ende Fisch unterwegs. Das heißt, der bereitet eine neue Vision für die Menschheit vor, der entwickelt die. Wenn der Neptun in den Widder reingeht und diese neue Vision beginnt, eine echte Reise, eine echte Heldenreise anzutreten, durch den gesamten Tierkreis, dann wird auch irgendwann der Uranus den Stier verlassen. Das heißt, das, was im Moment passiert draußen, die Zerrüttung der sozialen Hierarchien, der bisherigen sozialen Ordnung, das ist eine Vorbereitung des Eintritts einer neuen Vision, Neptun, in den Widder. Sprich also die Vorbereitung des Antritts einer neuen Vision für die Menschheit auf eine Heldenreise. Hier ist es leider sehr windig in meiner Trollbude. Ich hoffe, ihr versteht alles einigermaßen. Und es wackelt auch das Haus, obwohl ich schon alles ganz doll verstrebt habe, die Balken. Also wenn ich hier irgendwann rede und irgendwann schräg kippe, dann ist das Haus mal umgekippt. Kann alles passieren hier. Okay. Gut, das wollte ich jetzt heute sagen. Öffnet euch und guckt, wo ihr steht. Auf der Seite des Widerstandes gegen Veränderungen oder auf der Seite des Rufes des Abenteuers. Und dann könnt ihr damit spielen, weil das ist ein Pendeln, und dieses Pendeln ist notwendig, damit wir irgendwann weiterkommen, die letzten 10 Grad Wassermann, wo es dann um das Loslassen des Widerstandes gegen Veränderungen geht.
Okay? Gut, das war's von meiner Seite heute. Habt einen schönen Tag, trinkt noch Kaffee und wascht euch die Haare. Bis bald im Wald.